Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Endlich ist es wieder soweit. Es ist so lang her, finde ich, dass wir mal an einem Glücksrad gedreht haben. Und heute machen wir es wieder, denn heute spielen wir eine besondere Glücksrad-Challenge, denn ich darf nur einmal am Glücksrad drehen. Und diese Farbe bestimmt dann alles von dem Sim. Die Hautfarbe, die Augenfarbe, die Haarfarbe, das komplette Outfit. Alles, Leute. Es wird für mich wahrscheinlich der Horror, für euch wahrscheinlich wundervoll. Aber Freunde, bevor wir das Ganze jetzt machen, gibt es nochmal das Gewinnspiel von Instant Gaming diesen Monat. Außerdem kann ich euch noch sagen, Instant Gaming feiert diese Woche noch ihr 10-Jähriges. Da gibt es so viel zu gewinnen, das werde ich euch aber dann nochmal sagen, wenn es soweit ist. Da gibt es ganz, ganz viel zu gewinnen. Grafikkarten, Playstation, Switch, alles, Spiele, alles, Leute. Oh mein Gott. Aber jetzt erstmal rein in die kleine Gewinnspielwerbung. So, Freunde, jetzt nochmal zum Instant Gaming Gewinnspiel von diesem Monat. Ihr habt da noch gut 2 Wochen Zeit. Ihr könnt hier einfach, unten ist der Link direkt in der Videobeschreibung, ganz oben könnt ihr einfach dran teilnehmen und euch jedes Spiel wünschen, was ihr wollt. Egal, ob es die Sims ist oder Dead by Daylight. Ich weiß es nicht, es gibt alles da. Es gibt wirklich so gut wie alles da. Nehmt dran teil, ganz easy mit Facebook, Google oder Apple, oder ihr macht euch einen eigenen Account. Das ist absolut gratis und geht in 10 Sekunden, wenn ihr ganz schnell seid. Also es geht wirklich in unter einer Minute. Und mit etwas Glück gewinnt ihr Ende des Monats ein Spiel eurer Wahl. Sehr, sehr, sehr nice. Ich kann dazu schon mal sagen, da haben schon Leute von euch über 100 Euro Gutscheine gewonnen auch. Strong. Aber wenn ihr sagt, ihr habt keinen Bock auf Gewinnspiele oder ihr gewinnt eh nie, dann könnt ihr auf Instant Gaming gehen über meinen Link unten und euch auch die neuesten Packs gönnen. Und zwar gibt es da alle Packs bis teilweise knapp 70% reduziert. Ihr seht es hier, für 13 Euro gibt es die Sims-Spiele. Sehr, sehr, sehr nice. Also die großen Packs kann man sich hier auf jeden Fall gönnen. Auch die Gameplay-Packs würde ich hier auf jeden Fall kaufen. Von Accessoire-Packs und Kits bin ich nicht ganz so Fan. Aber naja, Xbox gibt es übrigens auch. Und für unsere Sims 3 Freunde, da gibt es auch ganz, ganz, ganz viel. Für 3, 4 Euro könnt ihr da ganz viel kaufen. Das zählt natürlich auch für alle anderen Spiele, ne? Ihr seht das hier auf der Startseite, Leute. Hier gibt es alles. Alles. So, Freunde, ich würde sagen, weiter mit dem Video, ne? So, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg, viel Glück beim Gewinnspiel und sonst könnt ihr natürlich da auch gerne was kaufen. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir rein ins Game, Leute. Ich habe extrem Bock, das Licht ist fantastisch und ich bin gespannt, ob wir auch einen fantastischen Sim haben. Let's go. Ach ja, und by the way, habe ich auch ein neues Video auf Streamchalon hochgeladen, wollte ich nur mal kurz anmerken, Leute. Jetzt gehen wir wirklich rein. Hallöchen, Jaliza Benson, heißt du so, Jaliza Benson? Na, was geht denn ab? So schön, wie du jetzt aussiehst. Schöne Haare, schöne Augenfarbe, schönes Outfit. Wundervolles Outfit. So schön wirst du tatsächlich heute nicht aussehen. Denn ich werde am Glücksrad drehen mit dir. Beziehungsweise ich werde am Glücksrad drehen und dann wirst du sehen, wie du aussiehst. Viel Spaß. So, da sind wir schon beim Glücksrad, Freunde. Es gibt als Farbe blau, rot, gelb, grün, weiß, schwarz und grau. Ja, ich würde sagen, wir drehen mal. Wir drehen mal. Ich bin gespannt, welche Farbe rauskommt. Let's go. Wenigstens blau. Oh, nee. Oh, Gott. Eieiei, das war sehr knapp. Weiß ich nicht, ob wir uns so drüber freuen sollten. Blau. Ein komplett blauer Sim, Leute. Geil. Habe ich schon voll Bock drauf. So, Freunde. Das Glücksrad hat gesagt, die gute Jaliza ist blau. Wie manche Leute in Livestreams. Aber jetzt gibt es natürlich erstmal die blaue. Oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Das sieht ja ganz schlimm aus. Das sieht ja ganz schlimm aus. Aber vielleicht kriegen wir sie trotzdem hübsch hin, Leute. Also ich will das ja gar nicht ausschließen. Zählt das auch noch als blau oder zählen wir das nicht mehr als blau? Also ich finde, sie sieht... Low-key sieht sie richtig hübsch aus, Leute. Sie sieht wirklich richtig hübsch aus. So, und dann noch ein paar schöne blaue Augen. Ganz wichtig ist erstmal, dass du... Hoppala. Dass du jetzt hier... was habe ich denn gerade weggemacht? Ach, ihre Sommersprossen. Nee, die darfst du behalten. Das ganz wichtig für mich ist, dass du jetzt vielleicht einen leichten Skin bekommst und Wimpern. Weil ohne Wimpern, meine Liebe, I'm sorry, das geht nicht. So, guck mal, direkt ein neuer Sim, Leute. Okay, also ich bin ganz... happy dafür, dass sie so hübsch ist. Also hätten wir jetzt hier so einen ganz wilden Alien-Sim, dann hätte ich das, glaube ich, auch ein bisschen komischer gefunden. Aber so wie sie aussieht, bin ich eigentlich ganz happy. Ich will sie bloß nochmal so ein bisschen anpassen. Aber ich finde, sie sieht eigentlich ganz, ganz nice aus. Ich mag ihre Haare tatsächlich schon, deshalb mache ich die mal hier oben auf für eine neue Frisur. Irgendwie fühle ich sie ja ein bisschen, Leute. Also sie sieht dafür... super hot. Oh Gott, das sieht eher nach Schmand aus. Aber sie sieht super hot aus
mit dem blauen Haaren. Sie sieht richtig. Ich finde die richtig geil. Ich finde die richtig. Wow! Ich finde das richtig nice an ihr. Oh mein Gott, die Clumsy Alien. Dadurch, dass die so ein bisschen wild sind, die sind ja wirklich immer alle so ein bisschen mit den einzelnen Strähnen und so, ist es so ein bisschen floddermäßig. Finde ich das. Also wirklich, Leute, finde ich das nochmal umso geiler. Also jetzt so hier, ja, auch schön. Also wirklich, auch schön sieht sie damit aus. Aber wenn die hier so ein bisschen Haare rumfloddern hat, Leute. Da fühle ich sie einfach schon ein bisschen mehr. Da fühle ich sie, also wirklich. Das muss ich mir jetzt nochmal ganz kurz angucken. Ich finde, sie sieht so nice damit aus. Oh mein Gott, ich finde, sie sieht richtig aus wie, weiß ich nicht, so ein Fabelwesen. Und ich glaube, ich möchte ihr das jetzt auch einfach geben. Egal, was ihr davon haltet, Leute. Ich weiß, vielleicht haten das die ein oder anderen Personen. Aber ich finde, das sieht so nice aus. Ich finde, das sieht so nice aus. Und vielleicht bin ich doch hyped. Bisschen jetzt. Vielleicht bin ich ein bisschen hyped. Okay, guck mir beim Make-up. Das sollte ein bisschen wilder sein, weil wir ja jetzt mit Make-up in Blau könnte immer ein bisschen schwierig sein. Aber das sieht tatsächlich ganz hübsch aus. Das sieht wirklich ganz hübsch aus. So Eyeliner in Schwarz würde ich tatsächlich mal sagen. Das machen wir so. Das ist okay. Und auch Lippen weiß ich nicht, ob wir, also so blau, ich weiß nicht mehr, ob wir blauen Lippenstift haben als Custom-Content. Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, haben wir das. Weiß ich nicht. So, da ist ja, finde ich das Schwarz schon tatsächlich ein bisschen schöner. Das finde ich wirklich, das hat irgendwie was, Leute. Der schwarze Lippenstift. Ich bin ein bisschen Fan von ihr. Ich bin ein bisschen ganz schön doll Fan von ihr. Jalisa, was will sie denn sein? Renaissance-Sim? Weiß ich nicht, ob wir das mit ihr machen. Aber, oh Gott, dass die so blau, also das ist, irgendwie ist es ein bisschen ungewohnt für mich. Es ist ein bisschen wild. Und man könnte sie theoretisch, könnte man das ja noch ein bisschen anders machen, oder? Man könnte es ein bisschen heller oder dunkler machen. Dunkler ist doch, ach, so ist doch gar nicht schlecht, oder? Also ich finde, oder war es davor besser? Shit, jetzt habe ich es nicht mehr, Leute. Okay, ich gucke nochmal ganz kurz. In grün wäre es ein bisschen schlimmer gewesen. Aber in blau finde ich sie eigentlich, also ich finde das eigentlich ganz nice. Ich bin relativ Fan. Ich bin ein bisschen Fan von ihr. Auch mit dem schwarzen Lippenstift ist natürlich kein. Ich weiß nicht. Ich glaube, ihr meckert. Ich glaube, ihr werdet mich anschreien. Deshalb, Leute, Lippenstift. Gibt es diesen Lippenstift in blau? In einem sehr dunklen Blau. Aber ihn gibt es, Leute. Oh, das ist die Stärke. Kann man hier noch ein bisschen was an der Farbe machen? Nee, das ist leider over. Naja. Ich könnte ihn so ein bisschen dezenter machen. Er sieht dann trotzdem noch sehr dunkel und sehr schwarz aus. Aber es ist blau. Es ist blau. Okay, Schritt Nummer 1 für das Erstellen vom Outfit, beziehungsweise für das Rausnehmen vom Outfit, ist blau anzugeben. Und holla die Waldfee, haben wir viele blaue Outfits. Das ist ja wild. Das sieht ja voll verrückt aus. Also, die Frage ist, was kriegt sie für ein Outfit? Also, wir gehen natürlich nicht auf sowas. Sowas vielleicht schon eher, aber das wäre vielleicht auch cooler in so dunkelblau. Okay, da bin ich schon ein bisschen Fan von, muss ich jetzt einfach mal sagen. Und dann einfach vielleicht auch einfach nur eine blaue Jeansjacke. Ich glaube, sowas ist mir hier alles ein bisschen zu basic. Also das ist alles übel geil. Wirklich. Übel, übel geil. Du siehst super hot damit aus. Du siehst aus wie eine Queen, aber es ist, es ist nicht das, was ich suche. Das auch nicht. Guck mal, den Rock. Der Rock ist eigentlich auch super. Und den gibt's safe auch in einem nicen. Das wird gar nicht schön zu matchen, Leute. Oh, nee. Das wird ja wirklich. Das sieht ja auch furchtbar aus. Wieso hier eine Schlüppi? Das war's. Tolles Outfit. Oh, das wird ja furchtbar. Das geht vielleicht noch. Das geht vielleicht wirklich noch. Gucken wir uns mal das mit anderen Outfits an. Oh, das ist nicht blau. Das ist eher blau. Das sieht aus wie ein Fisch. Sie sind ready zum Schwimmen, Leute. Das ist auch nicht blau-blau. Das ist so türkis. Hier ist eine Schlüppi. Ach, guck mal, die sieht schön blau aus. Ich glaube, sowas wird es nicht so schlübbermäßig. Und das wird es auf jeden Fall auch nicht. Es muss hier irgendwie sowas ein bisschen dunkleres sein. So dunkelblau sehe ich schon ein bisschen eher bei ihr. Oh, der Rock ist auch schön, ne? Aber der passt absolut 0,00000 zum Outfit. Ich finde, das passt auch nicht. Ich fand die Hose strong. Ich fand die Hose wirklich ein bisschen gut. Aber ich muss auch sagen, das fände ich jetzt voll nice. Also das Outfit finde ich super. Und wenn wir dazu jetzt hier irgendwie so eine schwarze Jeans anziehen oder irgendwie sowas,
würde ich das wirklich ein bisschen mehr fühlen. Okay, leider, dieser Rock ist es einfach nicht, Leute. Der ist es einfach nicht. Und deshalb ist es ein bisschen schade. Das soll blau sein? In welcher Welt soll das blau sein? Excuse me. Das ist alles, das sieht alles nicht nach blau aus. Das sieht alles mehr nach schwarz aus. Das ist natürlich schwierig, Leute. Und dann hier oben sind nur Schlüppis. Und dann jetzt kommt hier so das helle Blau. Weiß ich nicht, ob ich das so fühle tatsächlich. Das ist alles... Oh Gott, jetzt wird es ja immer schlimmer. Jetzt sind wir auch bei den EA-Sachen angekommen. Also da muss ich sagen, es ist vielleicht nicht die beste Wahl, diese Hose. Aber irgendwie ist es natürlich auch ein bisschen... Also ich finde, so sieht sie richtig krass aus, Leute. So sieht sie richtig krass aus. Gibt es blaue Fußnägel? Yes, gibt es blaue Fingernägel? Natürlich, Leute. Was haben wir erwartet? Natürlich gibt es blaue Fingernägel für unsere Mausi. Schön. Ich bin ein bisschen happy mit ihr. Es fehlen bloß noch blaue Schuhe. Und dann muss ich sagen, finde ich es sehr, sehr, sehr nice. Finde ich es also wirklich. Vans in blau, das ist schwarz. Aber ist okay. Ist okay. So dunkelblaue Schuhe wären jetzt natürlich... Wow. Die sind's, Leute. Die sehen wirklich cool aus, ein bisschen an ihr. Aber ich hätte gerne so diese ganzen wilden... Oh Gott, das sind die Schuhe, die im Boden stecken bleiben, ne? Hätte ich gern diese Schuhe hier, aber halt in einem dunklen Blau. Aber das ist so schwieriges Dunkelblau. Das ist nicht das Dunkelblau. Oh Gott, das ist so, als ob sich das so in ihre Haut reingefressen hat. Oh mein Gott. Lieben wir auch ein bisschen. Lieben wir auch ein bisschen. Das ist mir zu wild. Aber das ist irgendwie nicht ganz unsere Farbe, leider. Es ist nicht ganz das, was wir wollen. Ja, dunkler wäre ein bisschen schöner, ne? Wenn wir jetzt Sims 3 hätten und könnten das matchen, Leute, ich wäre sehr happy. Ich glaube, das Problem ist, ich gucke hier gerade bei den ganzen Schuhen und das sind ja alles von denselben Herstellern, beziehungsweise von derselben Herstellerin, ich weiß es nicht. Und das ist, glaube ich, einfach nur... Die sind Bombe. Die sind tatsächlich ein bisschen dunkler, das finde ich gut. Aber zu dem Outfit fühle ich die eigentlich nicht. Ich so, hier, ziehst du die Schuhe an. So richtig hohe Hacken, Leute. Naja, also ich fühle ja schon immer hohe Hacken, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es nicht vielleicht ein bisschen hier so will. Oh, den Blau. Weiß ich nicht. Also so in dem dunklen Ton sieht es wahrscheinlich schon ein bisschen besser aus. Aber ich finde es einfach... Also ich fände es nice, diese Hose hier, nicht diesen Riemen. Dann hätte ich gesagt, wow, cool. Weil mit dieser Hose so finde ich es gut. Aber dieser... Dann hätte ich das auch ihr gegeben. Dann hätte ich das voll krass gefunden. Aber so finde ich es jetzt nicht so krass irgendwie. Also das ist mir halt alles, das ist es nicht. Das ist es einfach nicht für mich, Leute. Das ist es nicht. Nee, da kann es noch so, kann die noch so Socken anziehen in ihren hohen Schuhen. Kann sie noch so auf High Fashion tun. Das ist es nicht. Wie wäre es mit noch einer Kette zum Schluss? Ich glaube, wir sind nämlich eigentlich relativ gut durchgekommen. Die Farbe Blau hat uns viel geboten und viel gegeben. Ich glaube, wir hätten auch schwierigere Farben haben können, wie Grün zum Beispiel. Ich glaube, Grün wäre eine ganz, 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 ganz schlimme Farbe geworden. Aber so bin ich tatsächlich relativ happy, wie es geworden ist. Es ist ganz süß. Kettenmäßig bin ich jetzt... Die ist es, Leute, die ist es. Kettenmäßig bin ich nicht ganz so happy. Das vielleicht noch. Und Armband ist, glaube ich, nichts mit diesem Outfit, aber vielleicht ein paar Ringe. Gibt es blaue Ringe? Spiel? Gibt es blaue... Es gibt ein paar blaue Ringe. Aber, naja, hier, ein blauer Ring. Freunde, sie ist fertig. Sie ist... Ich habe es geschafft. Ich habe einen Sim nur in der Farbe Blau erstellt. Und ich bin wirklich happy. Ich hätte damit nicht gerechnet. Sie sieht super aus. Das würde ich gerne wegmachen. Nur mit der Hose fände ich es noch ein bisschen cooler. Aber ich bin super happy mit ihr. Wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, Freunde. So, das war's aber jetzt mit dem Video. Schaffe ich es, einen Sim in nur einer Farbe zu erstellen? Die Antwort ist ja. Ich habe es geschafft, Freunde. Perfekt, lieben wir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Nehmt gerne am Instant Gaming Gewinnspiel dran teil. Abonniert mich, falls ihr noch nicht getan habt. Wichtig, wenn ihr Streams verpasst habt, auf Streamtalon könnt ihr doch gerne mal rüberschauen. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal, Leute. Kommentiert gerne, was ihr das nächste machen soll. Bis zum nächsten Mal heute rein. Ciao, 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 ciao und ciao.